Aus dem Erzgebirgsalmanach. Schauen wir auf das, was sich am 18. April 2010 in Karlsfeld ereignete. Es hatte einen Hauch von Hollywood. Ein Zug historischer Militärfahrzeuge rollte in Karlsfeld ein, von vielen Kameras festgehalten. Schaulustige waren zahlreich erschienen. Der amerikanische Kriegsveteran Tom Stafford verkündete der Menge: "Today we are all Karlsfelders." Was war los? Ein Liberty-Konvoi erinnerte an die Ereignisse zum Ende des Zweiten Weltkrieges in der Region Vogtland-Westerzgebirge, darunter an die in Karlsfeld. Im beschaulichen Erzgebirgsort bewahrte eine beherzte und wagemutige Einzelaktion von Tom Stafford das Leben vieler Soldaten. Die Stadt Eibenstock hat eine Erinnerungstafel gestiftet, die am grünen Baum zu den Ereignissen informiert. Beim Halt des Liberty-Konvois in Karlsfeld wurde sie enthüllt. Unter den Teilnehmern der Veranstaltung Landrat Frank Vogel und Bürgermeister Uwe Stab. Was in Karlsfeld auf den ersten Blick wie ein Volksfest aussah, hatte einen ernsten Hintergrund. Der Liberty-Konvoi war laut Veranstalter ein Gedenkmarsch mit dem Ziel, die Ereignisse nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Gelebte Geschichte in Plauen, der Region Vogtland, Westerzgebirge und Westböhmen, dokumentiert auf den an mehreren Orten angebrachten Hinweistafeln, soll Tendenzen der Verharmlosung oder gar der Leugnung historischer Fakten begegnen.